meinem Ladies Kochbett. Heute zeige ich euch, wie ihr leckere Quiche zubereiten könnt, und zwar mit Tomaten, Feta und ganz, ganz vielen Kräutern. Und was ihr dazu braucht, seht ihr jetzt. Für den Teig brauchen wir 130 Gramm Mehl, ein Eigelb, eine Prise Salz, 60 Gramm kalte Butter, und für die Füllung brauchen wir Salz und Pfeffer nach Geschmack, zwei Eier, 220 Gramm Kirschtomaten, 150 Gramm Sahne, 100 Gramm Schafskäse, eine Prise Muskatnuss, ein Zweig Rosmarin sowie 2 bis 3 Zweige Thymian. Als erstes werden wir den Teig zubereiten, und zwar kommt hierzu einmal das Mehl in den Topf hinein. Dann das Salz, dann die Butter. Diese sollte unbedingt ganz, ganz kalt sein oder direkt aus dem Kühlschrank kommen. Und das Ei, beziehungsweise das Eigelb. Und das wird vermengt 20 Sekunden auf der Stufe 4. Wenn ihr merkt, dass der Teig dann zu fest ist, dann kann man gerne noch ein bisschen Wasser hinzugeben, aber nicht zu viel, vielleicht gerade mal 1-2 Teelöffel, und das Wasser sollte ebenfalls kalt sein. Wenn das dann fertig ist, dann kann man den Teig einmal in so eine kleine Schüssel umfüllen, diese abdecken und für etwa eine Stunde in den Kühlschrank stellen. Und währenddessen werde ich dann die Füllung zubereiten. Für die Füllung werden die Kräuter mit Salz und Pfeffer zerkleinert, und zwar 7 Sekunden auf der Stufe 8. Rosmarin habe ich bereits von dem Stängel befreit, sowie auch Thymian. Es kommen quasi nur diese Rosmarinnadeln hinein sowie Thymianblättchen. Jetzt werden die Kräuter einmal kurz nach unten geschoben. Und dann kommt die Sahne sowie die Eier hinein. Und das wird vermengt 10 Sekunden auf der Stufe 4. Die fertige Mischung kann man gerne in ein extra Gefäß umfüllen. Und währenddessen werde ich dann den Backofen vorheizen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze. Und als nächstes wird dann der Teig noch ausgerollt, die ganzen Zutaten draufgegeben, und dann wird das Ganze gebacken. Diese Teigmenge sollte reichen für eine Form mit einem Durchmesser von 24 cm. Leider habe ich nur diese Form hier, die ist etwas größer. Das macht aber nichts, ich werde jetzt den Teig einfach viel dünner ausrollen. Aber wenn ihr das Rezept macht, solltet ihr bitte eine Form mit einem Durchmesser von 24 cm verwenden. Wenn der Teig soweit fertig ausgerollt ist und in der Form ist, können wir auch schon mit der Füllung weitermachen. Und zwar habe ich hier etwas größere Tomaten, die werde ich halbieren. Falls ihr kleinere Tomaten habt, dann könnt ihr die auch komplett im Ganzen drauflegen. Und dann wird noch der Feta-Käse zubereitet, und zwar entweder schneidet man den in kleine Würfel oder man zerbröselt ihn einfach. Jetzt haben wir die ganzen Grundzutaten hier, auch die vorhin zubereitete Soße, und während ich jetzt die Quiche fertigstellen werde, habe ich bereits den Backofen angemacht, damit er vorgeheizt wird, und zwar auf Ober-Unterhitze bei 200 Grad. Die fertige Quiche wird jetzt ungefähr 40 bis 45 Minuten gebacken bei Ober-Unterhitze bei 200 Grad. Wenn ihr merkt, dass sie viel zu schnell braun wird, dann könnt ihr die Temperatur gerne auf 180 Grad runterdrehen. Und wie ihr seht, die Soße ist nicht bis ganz nach oben gegangen, weil ich ja eben breitere Form habe. Wenn ihr aber 24 cm Durchmesser verwendet von der Form, dann wird es etwas voller.
Hirsch ist momentan noch im Ofen und wird fertig gebacken. Es riecht wirklich schon sehr, sehr gut nach italienischen Kräutern, nach Tomaten, nach Sahne. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Und falls ihr das Rezept nachmachen wollt, dann könnt ihr gerne auf meinen Blog gehen. Da gibt es nochmal alles zum Nachlesen oder zum Ausdrucken. Und natürlich könnt ihr gerne diese Quiche auch mit anderen Zutaten füllen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Es schmeckt wirklich sehr, sehr gut immer mit diesem Grundteig. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ich wünsche euch guten Appetit und bis zum nächsten Mal im Mädels Kochfeld.